Das war eine sehr geile ECW-Show. Jetzt ist aber die Frage, wer schließt sich CM Punk eigentlich an, Ladies and Gentlemen? Gegen Brock Lesnar, Kurt Angle und Triple H. CM Punk steht eben schon fest. Nun werden wir aber gucken, wer es heute sein wird. Wir haben auf der Card Angelina Love gegen Kimberly gegen Brie Bella. Finn Bella gegen Kenta bzw. Hideo Itami bzw. Prince David gegen Kenta. Sehr geile Partie. Sehr, 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 sehr geile Ansetzung. Manami Toyota gegen Mickie James. Amazing Red gegen Samoa Joe. Finde ich auch sehr geil. Und wir haben das Tag Team Match, die Crimson City Saga, tatsächlich gegen Hot and Spicy. Ja, das hätte ich jetzt sehr gerne gesehen, aber dummerweise müssen wir ja gucken, wer sich für die Survivor Series qualifiziert. Und in dem Falle wird das sein, der Sieger aus Prince David und Kenta, Ladies and Gentlemen. Wer wird sich CM Punk anschließen? Prince David oder Kenta? Für euch also die Frage, Vote 1 für Prince David und Vote 2 für Kenta. Schwierig. Immerhin mit Tyler Blackford mal wieder einen richtigen Tipp gehabt. Schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ziemlich schwierig zu entscheiden. Ja, ich wollte eigentlich die Dinge. Ja, es ist schwer zu tippen. Ich bin auch. Lange wusste ich nicht, was ich machen soll. Ja, wir gucken als erstmal den Rest der Karte an. Angelina Love gegen Kimberly gegen Brie Bella setzt sich Kimberly gegen Angelina Love durch. Manami Toyota gegen Mickie James, was interessant ist, denn Mickie James hat ja immer noch den Koffer. Und sie gewinnt. Manami Toyota, unsere... Sie fährt ihr Gimmick weiter, sie hat unter der Woche keinen Bock. Ausgerechnet die Kofferträgerin besiegt sie. Oh weh. Wisst ihr, was mir da jetzt echt mal auffällt, wenn ich mir so die Cores angucke, ne? So in-game geht's vielleicht noch, aber wenn ich mir hier so die Cores angucke, wie unfassbar schlecht fürs Jahr 2016 die Grafik ist. Wenn du mal guckst, wie krass die bei EA UFC aussehen, die Cores, ne? Auf den Bildern. Heilige Scheiße. Amazing World gegen Samoa Joe bringt auch eine sehr geile Partie, die ich gerne gesehen hätte. Samoa Joe setzt sich da wohl mit dem Muscle Buster durch. Und die Crimson City Saga gegen Hot and Spicy gewinnt die Crimson City Saga mit Tommy End over the Mac. Und jetzt gucken wir uns dieses wunderschöne Match an. Prince David gegen Kenta heißt es. Und der Sieger wird sich CM Punk anschließen im Traditional Survivor Series Match. Wer möchte ROH, die Independence-Szene, vertreten? Das finden wir jetzt raus, Ladies and Gentlemen. Viel Spaß bei diesem absolut leckeren Match von der Ansetzung. Also da gibt's überhaupt keine Diskussion. Das wird richtig nett. Achso, die Tipps habe ich ganz vergessen, sorry. Chris sagt Prince David. Freddy sagt Kenta. Wolf sagt Prince David. Und die Community sagt auch Prince David. Freddy ist one more time alleine mit seinem Tipp. Alles klar. So soll es sein. And there's the bell. Das Match beginnt. Ja, Two Gods, das sagt JBL quasi was, denn da stehen zwei absolute Indie-Götter im Ring. Prince David und Kenta, so Kenta direkt mit dem Whip-In, aber Clothesline von Prince David, schön gemacht. Und da kommt der Scoop-Slam, ja gut, alles gut.
looking to be in great physical condition here, almost impervious to pain. A legend in his homeland of Japan. Hideo Itami so. To the States more Kenta, wir, ja, mit dem Whip-In jetzt gegen Prince David, aber auch nur in Anführungszeichen eine Clothesline. You wouldn't expect somebody of his size to pack such a punch. As we watch Finn Balor, let's get your take on him. So. Kenta, aber... Ja, Kenta ist hier für mich technisch gesehen ganz klar over Prince David. Das heißt aber nichts. Na, ich habe ja auf Prince David getippt, obwohl ich Kenta hier eigentlich im Ring vorne sehe. So. Prince David, ja, schickt Kenta zu Boden. Aber Kenta weiß natürlich sofort zu kontern. Das meine ich. Kenta wird auf alles, glaube ich, eine Antwort haben. Oh, aber den Slam hat Kenta vielleicht nicht kommen sehen, als dieser selber zuschlagen wollte. Jetzt auf den Schultern. Mit einem, ja, guck mal, da erschrickt sich sogar der Referee so heftig, wie Kenta da mit dem Bauch auf die Knie knallt. Und dann setzt der Codebreaker hinterher. Ja, gut. Wenn Prince David hier natürlich heute alles rausrotzt, was er hat, dann kann er Kenta nämlich schlagen. Und genau das ist das, was ich nämlich auch glaube. Denn so wird er Kenta schlagen. Deswegen habe ich da auch meinen Tipp ganz klar drauf gesetzt. Und dann dieser überragende Kick. Wir sind keine Minute quasi im Match und Prince David, der Gute, haut einfach alles raus, was er im Repertoire hat. Und dann ist Kenta schon gefühlt geschlagen. Wow. Okay. Das Offensive von Prince David hat mich jetzt gerade selber so ein bisschen überrascht. Da wird Kenta schon eine Menge zeigen müssen. Nicht nur diesen Standing Frankensteiner, den er aber schon gemacht hat. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber Ansatz. One, two. Gut. Ob er jetzt natürlich nach so einer Aktion covern muss oder nicht, das sei mal dahingestellt. Und eigentlich, und ich sag das noch gerade, Kenta wird auf alles eine Antwort haben. Vielleicht täusche ich mich auch da. Und Prince David wird auf alles eine Antwort haben. Wobei... Genial. Genialer Tiger Suplex von Kenta. Und jetzt, glaube ich, beginnt die Offensive. So, was für Kicks hinterher? Ich... Versuch gerade zu erkennen, was das Publikum eigentlich von sich gibt. Ja, habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich dachte, die sind auf Baylors Seite. Aber eigentlich kann man hier gar keine Seite haben, weil einfach beide Top-Wrestler sind. Es ist auch vollkommen egal, wer im Übrigen dieses Match gewinnt oder verliert. Also, ob sich da als Kenta CM Punk anschließt. Ein another Codebreaker, Prince David. Oder Prince David, es ist vollkommen egal. Lecker ist es allemal. Was wird das jetzt? Oh nein, ist er es. Und er wird, kommt der Japanese Top Kick und Kenta knallt brutalst in die Ringecke. Und das ist damit eine gute Situation. Damit auch noch die LU-Bomb kommt aus der Ringecke raus. Perfekt, was Prince David da macht. One, two, oh. Aber nur bis zwei. Es ist absolut Weltklasse, was Prince David da bisher macht. Also so wird er auf jeden Fall sich hier im Park anschließen. So wird Kenta keine Chance haben. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, dass Kenta so jetzt... Naja. Okay, Moment mal. Prince David, was hat er vor? No way! Und ich sag noch, Prince David wird alles raushauen. Alles, Leute. Alles. Er wird alles raushauen, um tatsächlich hier heute zu gewinnen. Und schaut euch mal an, wie krass geschwächt Kenta schon ist. Da kommt zwar nochmal der Standing Frankenstein again außerhalb des Rings. Aber schaut mal, wie langsam die Aktionen schon werden. Und ich glaube, Prince David ist noch nicht mal ansatzweise müde. Und... Alter, ich sag doch, die haben doch irgendwie die Empfindlichkeit gepatcht, oder? Wir sind ja nur noch am Bluten nach jeder gefühlten Aktion. Wahnsinn! Und damit ist... Oh ja, 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 Prince David lässt sich hier feiern. Seven. Und Kenta muss zurück in den Ring. Und das hat er jetzt auch getan.
aber auch er blutet bereits. Jedes Wochenshow-Match hatte bisher einen richtig krassen Cut quasi vertreten. Und wir machen hier auch bei ROH weiter. Schöner Suplex von Prince Devitt. Kennt er ohne jegliche Chance. Und will er das Match jetzt schon beenden? Der Double Footstop, Coup de Gras. Und nein. Was? Es ist erstmal nur ein Big Splash. One. Two. Eieieiei. Warum denn nicht das Finish? Prince Devitt, warum denn noch mit... warum denn noch rumspalter, wie er den zurechtstift? Ja gut, das könnte man natürlich auch so auch machen, ja. Two, und das war... What? Okay, ich dachte jetzt eigentlich, ich meine, was sollte da eigentlich noch großartig kommen, ne? Dass er hier... Wow. Okay, warte, das ist noch nicht vorbei. Dass er es hier eigentlich beendet, hätte ich schon erwartet. Aber Kenta beißt. Und da kommt jetzt auch noch ein Roaring Elbow. Zeigt jetzt in die Luft. Möchte der jetzt für dich machen? Nee. Okay, und dann kommt nochmal der Tritt in die Kniekehle. So, ist Kenta jetzt on fire? Musste der so auf die Fresse kriegen, um jetzt endlich mal wach zu werden? Ah, oh, was eine Kombo noch. Oh, Spinning Backfist. Und was ein Tritt. Another one. Und dann nochmal der Middle Kick. Als ob Prince David da ja jetzt tot ist. One, two. Ist aber auch wieder spannender, als es eigentlich sein muss. Okay, das war eine knappe Geschichte. Aber dass es hier am Bloody Sunday nicht vorbei ist, das wundert mich ehrlich gesagt schon ein bisschen. So, jetzt ist auch schon wurscht. Geht dann nochmal mit dem Backbreaker. Immerhin, die pure Dominanz wird jetzt ein bisschen gebändigt von Kenta. Also diese Dominanz von Prince David ist nicht mehr so zu spüren. Jetzt wird es vielleicht auch schwierig, hier nochmal ins Match reinzukommen für Prince David. Das weiß... Was? Ein Tornado DDT. Da springt er einfach schon gefühlt aus 5 Metern auf Prince David zu und zieht es dann einfach durch. Und Kenta chillt. Kenta chillt, der denkt sich, oh. Für mich ist das eigentlich ein normaler Nachmittag. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Wow. Okay, und out of nowhere the running knee strike and it's all over. The fuck? Kenta wurde so vermöbelt, aber dann sagt Kenta, no! Es ist alles egal, da kommt der running knee strike und Prince David ist geschlagen. Okay, out of nowhere. Das war out of nowhere. Das war out of nowhere. Erst hier diese unfassbare Kombination, dann boom. Das war doch nicht mal wirklich der Running Knee Strike. War das nicht eine Art Calf Kick? Auf jeden Fall, das hat Prince David, Alter, und da läuft das Blut. Das hat Prince David getroffen wie eine Shotgun. Vollkommen scheißegal. Und Kenta ist damit weiter. Freddy behält damit recht und holt sich den Punkt im Tippspiel. CM Punk, Kenta treffen auf Brock Lesnar, Kurt Angle und Triple H. Wer wird sich denen noch anschließen? Wir erfahren es in der letzten Woche.